So, Freunde, neues Video und auch das letzte Video für 2022. Der Tim und ich sitzen hier bei mir zu Hause gerade vorm Weihnachtsbaum und haben gesagt, komm, wir machen euch noch ein Abschiedsvideo. Zu einem Autothema sind wir tatsächlich nicht mehr gekommen. Das Wetter hat nicht mitgespielt, die Zeit hat nicht mitgespielt. Aber wir wollten uns einmal bei euch nochmal bedanken. Auch nach dieser langen Pause, die wir gemacht haben, Tim, 8 Monate oder was waren's? Aber jetzt haben wir wieder Spaß gehabt. Wir wollen 2023 auch weiter Gas geben. Ich habe mir da schon auch ein anderes Format an Video noch, was zwar mit Autos zu tun hat, aber mir persönlich sehr viel Spaß machen wird. Und ich denke, auch für euch sehr interessant. Und damit werden wir, wenn alles gut geht, sogar schon nächste Woche starten, dass wir mit diesem neuen Format auch sogar schon in 2023 direkt starten können. Hängt aber vom lieben Wettergott ab, dass es nicht geschneit hat, weil wir müssen Auto fahren können. Darauf freue ich mich sehr. Wie gesagt, wir haben uns gefreut, dass ihr auch trotzdem wieder zugeguckt habt, auch nach dieser langen Pause. Natürlich geht das alles schleppender von YouTube-Seite mit dem Algorithmus und so weiter. Aber die Fanbase, die Kernbase ist nach wie vor da gewesen. Da freue ich mich. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, den ihr schreibt und auch Anregungen. Also von daher sehr geil. Dankeschön. Ansonsten war das Jahr 22, man hatte ja eigentlich gedacht, kann nicht schlimmer werden wie 21, auch ein bisschen durchwachsen. Ja, wo willst du anfangen, wo willst du aufhören? Ne? Brauchen wir alle nicht drüber reden, Inflation, Krieg, Strompreise. Letztendlich bedienen wir hier auch einen Luxusmarkt, das merken wir natürlich auch stark. Unsere Sachen mit Werkstattbetrieb läuft nach wie vor, aber diese Luxusgeschichte merkt man bei euch schon. Es wird da schon drauf geachtet, wer sein Geld wo ausgibt. Ich hoffe, dass wir 23 mal wieder ein bisschen mehr Gas geben können als Gesellschaft, um da nicht nur weiter geknechtet zu werden. Ich habe auch Weihnachtspost bekommen. Das Finanzamt hat mich beschenkt. Also lieben Grüße an Finanzamt. Ich wollte für euch was investieren. Jetzt ins Finanzamt. Aber willst du machen, habe ich mitgekriegt bei anderen Firmen. Ist ja immer dasselbe. Jahresende kommt die Post rein, versüßt ja Weihnachtsgeschäft. So ist das halt. Ansonsten, Tim, war eigentlich unser letzter Kontakt, hat uns beiden sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir waren uns aber auch einig, wenn wir jetzt nichts haben für ein Video, dann würden wir auch wahrscheinlich nichts machen als nur Blödsinn oder Schwachsinn. Dabei bleiben wir. Ihr kriegt nicht ein Video nur damit wir ein Video machen, sondern wir wollen euch Videos machen, die uns Spaß machen oder auch inhaltlich Sinn machen. Also wir wollen hier nicht YouTube machen, um irgendein YouTube-Video zu machen, sondern sollte alles ein bisschen Hand und Fuß haben, damit wir mehr Content haben, was nicht auch immer gleichbleibend ist. Ihr freut euch natürlich immer über Zeiten fahren und so weiter. Ich mache das nächstes Jahr hier in Neukirchen-Flühen seit 15 Jahren. Seit 15 Jahren Software in Neukirchen-Flühen, Driftbox-Seiten fahren und so weiter. Man wird auch müde. Und viele Autos, die euch wahrscheinlich interessieren, sind für mich einfach auch dann am Ende des Tages gelangweilt für ein Video. Und deswegen versuche ich Content zu finden, der für uns beide Seiten interessant ist, um dort auch ein bisschen Abwechslung reinzubekommen, damit der Spaß auch erhalten bleibt. Weil man hat es ja gemerkt, dass wir am Ende von 21 schon müde waren, wenn es immer dieselben Geschichten sind. Da haben wir uns für 23 deutlich mehr vorgenommen, Abwechslung reinzubekommen. Mein Büro bin ich gerade am Umbauen, um von dort aus auch vielleicht mal so eine Live-Schaltung dann zu machen, um mit euch im direkten Kontakt zu treten, weil da habe ich wirklich Bock drauf. Das kriege ich auch immer mit, wenn die Kunden hier sind, was ihr mich so alles fragt. Und das finde ich total interessant, das könnte man auch in dem... Das würde ich auch gerne mal machen. Einfach nur Fragen von der Community an dich, ja. Vielleicht sogar an mich ein paar Fragen, ja. Die wir dann einfach beantworten. Ich, ja, nicht nur Fragen, ich fände diesen Austausch, diesen Dialog in so einer Live-Geschichte, fände ich wirklich interessant, weil natürlich habe ich auch Kunden, mit denen rede ich, da ergibt sich das Gespräch nicht, da geht es ums Auto und zum Tuning, aber ich habe ganz viele Kunden, wo einfach die ganze Geschichte eine halbe, dreiviertel Stunde länger dauert, weil man sich unterhält und solche Sachen, das fände ich natürlich in so einer Live-Geschichte auch mal ganz nice. Ist doch kein Problem, das Streaming-Setup kommt. Kommt, und dann leicht verspätet, dank unserem Freund vom Finanzamt. Ja, kommt auf jeden Fall irgendwie im Laufe des Anfang des nächsten Jahres. Ja, kommt. Und da kannst du sowohl auf Twitch wie auch auf YouTube mal live gehen, wenn du Lust hast. Da könnt,
ja, wie du einfach Bock. Das können die Leute ja mal in die Kommentare schreiben. Hättet ihr Bock darauf, dass ich da ab und zu entweder bei Twitch oder bei YouTube oder beides, wie auch immer, mal abends live gehe, ein bisschen quatschen, ein bisschen unterhalten, vielleicht auch Themen ansprechen oder Sachen durchschauen. Man muss immer ein bisschen auf die rechtliche Sache gucken. Tim, ich hatte ja so ein paar Ideen schon. Da muss man echt aufpassen. Man darf nicht alles machen, man darf nicht alles zeigen. Aber haut mal in die Tasten, ob das was für euch wäre. Ja. Du hast ja auch von so Reaction-Videos oder so gesprochen, wo du mit Leuten zusammen ein Video angucken und kommentieren möchtest. Ist aber nicht so einfach, urheberrechtlich und so weiter. Ansonsten fände ich es interessant, weil mich natürlich viele immer, das meinte ich ja, das ergibt sich viel aus den Gesprächen mit euch, wenn ihr hier vor Ort seid, mit eurem Tuning-Auto. Und dann ist die Frage, ey, hast du das gesehen? Hast du gesehen, der und der hat das Auto gekauft? Findest du das Auto schön und so weiter? Da kommen viele Fragen. Und ja, klar, manche Videos habe ich gesehen und da würde ich, ja, würde ich so ein Reaction-Video auch zu machen, hätte ich gar kein Problem. Da habe ich aber jetzt nachgelesen, weil ich wollte das nicht einfach so machen und mit der Plan, da ist rechtlich gar nicht so einfach, sowas in der Richtung zu machen. Also musst du denjenigen quasi immer vorher fragen? Das wäre die einfachste Variante, ansonsten muss aus dem alten Video ein komplett neues Video entstehen. Das heißt, du musst viel erzählen, damit das Video deutlich länger wird, dass das eindeutig ein neues Video wird und du nicht einfach nur auf irgendwelche Kommentare ein bisschen lächelst und so weiter. Es ist viel Grauzone, weil natürlich die Leute voneinander auch profitieren. Das heißt, du gehst ja nicht gegen jemanden vor, wenn jetzt einer einen riesengroßen YouTube-Kanal hat, der im Prinzip über dich reactet, gewinnst du ja auch dadurch. Aber rechtlich gesehen ist es ganz schwierig, habe ich die letzten Tage viel gelesen und getan und so. Da kriegst du Kopfschmerzen auf einmal. Ich habe gedacht, wäre so cool, ein bisschen hier gucken, ein bisschen da gucken, ein bisschen mal auch mal einen Senf dazu geben. Jetzt nicht negativ, sondern positiv auch oder was mir so aufgefallen ist und so weiter und so fort. Alles nicht ganz so einfach. Aber ich hätte Bock, das ist das Entscheidende. Ja, schauen wir einfach mal. Wir probieren es einfach aus. Wenn ich letztendlich muss es am meisten mir Spaß machen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache nichts, was mir keinen Spaß macht. Und wenn es mir Spaß macht und selbst wenn das nur 100 Leuten gefällt, dann gefällt das 100 Leuten, dann teile ich das gerne. Und na klar, ist mir lieber halt gucken mehr. Ganz logische Geschichte. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen zweiten Weihnachtstag, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und da würde ich sagen, sehen wir uns. Wann ist denn das nächste Video nach Silvester? Wir haben jetzt heute den 23. 23. Guck mal. Ein Tag vor. Dann wird am 26. Das ist der zweite Weihnachtsfeiertag, das Video. Ist heute? Heute, ja. Und Silvester ist. Heute. Und das nächste wäre dann am 2. Januar. Dann sehen wir uns am 2. Januar hoffentlich schon mit dem neuen Videoformat, worauf ich mich so extrem freue, sehen wir uns dann wieder. Also schaltet ein, kommt gut ins neue Jahr. Bis dahin,